Matthias und ihr seht hier der Lenz TV und unser SK Sturm hat soeben einen 3:0 Heimsieg gegen die Wiener Austria feiern können. Weiterhin sind wir Spitzenreiter, auch der Auswärtssieg von Salzburg beim LASK hat daran nichts geändert und ich kann mich wirklich auch an keine Partie, und ich gehe doch schon auch einige Jahre ins Stadion, erinnern, in der wir die Austria wirklich so chancenlos dastehen haben lassen wie heute. Von Anfang bis Ende wirklich unsere Jungs gleich mal gedrückt, gekämpft, was auch immer. Also wirklich, sie haben alles gemacht. Hat kein Zweikampf bisher geschenkt worden. Und das Spiel hatte auch wirklich alles dabei. Kuriose Tore, Emotionen natürlich, ein Platzverweis, ein Elfmeter und eben. Das 1:0 eben durch, durch Danny Allah, aber zuvor eben ein vergebener Elfmeter von Danny Allah in der 21. Spielminute. Potzmann dreht sich im 16er, wird dann eben umgesetzt. Der Elfer, glaube ich, durchaus zu geben. Und Danny Allah schießt ihn mittig dann leider knapp über das Tor und vergibt die Chance aufs 1:0. Natürlich bitter, man hatte dann auch so in Folge vielleicht ein paar Minuten lang maximal wirklich das Gefühl, die Austria kommt vielleicht so langsam ins Spiel, und genau dann schlugen aber unsere Blackies eiskalt zu und machten das 1:0 völlig verdient, auch an der Stelle. Nach einem Traumpass von Marvin Potzmann in den Lauf von Danny Allah lässt dieser Keeper Penz keine Möglichkeit, den Ball irgendwie zu halten, und bringt ihn zu Varen ins flache Eck, ins Rechte von ihm aus gesehen, und trifft eben zur Führung für unsere Blackies. Das geschehen in Minute 28 und nur wenige Minuten später dann auch gleich das 2:0, wo unsere Jungs dann wirklich auch nachgedrückt haben. Eine Ecke von Schul, relativ direkt getreten, und es war dann am Ende ein Eigentor wohl von Mohammed. Ich glaube, Mohammed heißt eben der neue Stürmer der Violetten, der den Ball dann irgendwie wohl ins eigene Tor gebracht hat. Ein etwas undurchsichtiger Treffer, aber im Endeffekt, naja, war der Ball dann im Tor, und das war eben dann das 2:0. Unsere Jungs auch nach der Pause weiterhin am Drücker, also es hat sich an das Spiel, am Spielverlauf eigentlich auch kaum was geändert. Man hat eben dann das 3:0 sogar nachlegen können. Husbeck, sehr, sehr quirlig an diesem Tag, der einen Fehlpass der Austria eben abfängt, den Ball weiterspielt auf Danny Allah, und der hat dann auch ein bisschen Glück beim Abschluss. Der Ball wird dann auch noch abgefälscht von Kadiri, vom Austria-Verteidiger, und dann ist der Ball eben so, ich glaube Minute 56 herum, dann auch im Netz zum 3:0. Im Endeffekt Sturm weiterhin gefährlich, die einzige wirkliche Top-Möglichkeit der Austria, ein Holzhauser Distanzschuss, der an die Latte geht, aber ansonsten Sturm spielt das sehr souverän zu Ende, versucht auch wirklich teilweise eben das vierte noch zu erzielen, und am Ende eben ein souveräner und völlig verdienter Sieg, und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich dann auch. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen, und bis dann. Ciao, ciao. So, und jetzt noch zur etwas späterer Stunde eben die versprochene Verlosung für die Sturmkarte, also für das Ticket zu einem Heimspiel unseres SK Sturm. Wie gesagt, gilt eigentlich für alle Sektoren, ausgenommen für den VIP-Sektor. Ich habe da auch hier eine kleine Schüssel vorbereitet, sind dann auch hier, seht ihr es, die Zettel eben drin mit den Namen von allen, die hier kommentiert haben. Und werden wir schauen, ob wir es da irgendwie spannend machen. Ich habe leider keinen Trommelwirbel. Ja. Nein, so, ein bisschen durchmischen hier noch. Und dann schauen wir gleich, wer der glückliche Gewinner hier ist. Und ich habe Moritz Uhl. Also, herzlichen Glückwunsch, du gewinnst die Karte für ein Heimspiel unseres SK Sturms. Glückwunsch also auch von meiner Seite, und ich würde einfach sagen, dass du mich vielleicht am besten über Facebook kontaktierst, beziehungsweise schickst mir einfach nochmal eine E-Mail, oder du gibst mir deine E-Mail-Adresse. Du kannst mich auf jeden Fall unter thelandstv@gmx.at erreichen. .at ist gut. Also thelandstv@gmx. Und dann freue ich mich eben, wenn wir uns da kontaktieren, und ich hoffe, du hast dann viel Spaß mit der Karte. In diesem Sinne, war es das dann von mir. Wir sind immer noch Tabellenführer, das wollen wir nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend nach diesem grandiosen 3:0-Sieg unserer Schwarz-Weißen. Euer Elias, auf die Schwarzen, und bis dann. Ciao, ciao.